Heiner Bücker vom Coop Antikriegscafé. Okay, hallo. Herzlich willkommen heute hier zu unserer Kundgebung. Ich wollte kurz berichten über einen Appell, der jetzt in Berlin verfasst wurde, der sich für die zügige weltweite Zulassung für russische, chinesische und kubanische Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19 einsetzt und für internationale Zusammenarbeit und Solidarität in dieser Krise. Nachdem bereits vor Monaten erstmals über den erfolgsversprechenden Impfstoff Sputnik 5 aus Russland und die erfolgreiche Einführung chinesischer Impfstoffe berichtet wurde, werden jetzt in der globalen Gesundheitskrise die Forderungen nach Einsatz dieser Impfstoffe immer lauter. Sogar in den westlichen Medien werden zunehmend positive Berichte über den Sputnik V-Impfstoff veröffentlicht, insbesondere nach der Veröffentlichung einer Studie in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Lancet. Und jetzt gibt es auch zahlreiche positive Berichte über chinesische Impfstoffe, nachdem zunächst überwiegend negative Bewertungen in westlichen Medien veröffentlicht wurden. Wir fordern daher, dass schnellstmöglich Produktionskapazitäten oder Importlizenzen für russische und chinesische Impfstoffe bereitgestellt werden. Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in westlichen Ländern darf nicht zusätzlichen Schaden nehmen, indem sie zum Spielball geopolitischer Machtkämpfe gemacht wird. Angesichts der dramatischen Eskalation der Spannungen zwischen den USA, den NATO-Staaten und ihrer Verbündeten auf der einen Seite und Russland, China und anderen Ländern auf der anderen Seite könnte eine intensive Zusammenarbeit in diesem Bereich sogar zur Entspannung dieser sehr gefährlichen Situation beitragen. Sputnik 5 hat laut einer Studie, deren Ergebnisse jetzt in der britischen medizinischen Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurden, eine hohe Schutzwirkung von über 91% erreicht. Schwere Erkrankungen wurden vollständig verhindert und weitere Probleme sind offenbar nur äußerst selten aufgetreten. Ähnliche Ergebnisse wurden über chinesische Impfstoffe berichtet. Sputnik wurde bislang in 15 Ländern registriert und wird teilweise in Lizenz dort hergestellt. In einigen Ländern zeichnet sich eine mögliche Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen ab. Der russische Impfstoff, der in 2 Dosen verabreicht wird, kostet weniger als $10 pro Dosis. Die Impfung ist für russische Staatsbürger beispielsweise kostenlos. Chinesische Impfstoffe, die ebenfalls zu erschwinglichen Preisen verkauft oder sogar kostenlos vertrieben werden, werden in vielen Ländern bereits erfolgreich eingesetzt. Milliarden von Dosen der russischen und chinesischen Vakzine werden voraussichtlich noch in diesem Jahr hergestellt. Russland, China und Kuba haben seit Beginn der Covid-19-Krise in vielen Ländern massive Hilfe geleistet. Hilfe, die im Westen kaum anerkannt wurden. Häufig kam es sogar trotz der außerordentlichen Anstrengungen dieser Länder in der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten zu Verleumdungen und Schuldzuweisungen in westlichen Medien. Kubas medizinische Brigaden wurden in viele vom Virus betroffene Länder entsandt und dafür sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Russland schickte Hilfsflüge mit Hunderten von Militärärzten, Virologen und Epidemiologen in zahlreiche Länder. Neben Medikamenten beinhalteten die Hilfslieferungen Spezialausrüstung und Notkrankenhäuser. Ärzteteams und Berater des chinesischen Roten Kreuzes halfen in einer Reihe von Ländern. Chinas Hilfslieferungen umfassten Millionen von Masken, große Mengen an Beatmungsgeräten und zuletzt auch Impfstoffe. Als Partner der blockfreien Bewegung, der auch Kuba angehört, haben Russland und China in der Vergangenheit immer die Bedeutung einer friedlichen internationalen Zusammenarbeit betont und folgerichtig auch in dieser Krise Hilfsteams in die von der Krise am stärksten betroffenen Regionen entsandt. China, das mit seiner Initiative Neue Seidenstraße einen immensen Infrastrukturplan für die Verbindung von Asien, Europa und Afrika initiiert hat, erweitert dies nun um ein neues multipolares Projekt, das Seidenstraße der Gesundheit genannt wird. In der Umsetzung dieser Idee von Multilateralismus werden Impfstoffe und Medikamente zum Teil kostenlos in andere Länder geliefert. In den meisten westlichen Ländern wurde während dieser Pandemie eine an Profitinteressen ausgerichtete Strategie betrieben. Insbesondere private Pharmaunternehmen und Dienstleister
konnten so auch in Deutschland von der Gesundheitskrise im hohen Maße profitieren. Dass die deutsche Regierung hohe staatliche Subventionen zur Entwicklung von Impfstoffen zur Eindämmung der Pandemie nicht an Auflagen geknüpft hat, Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, damit Hersteller weltweit wirksame Mittel nachproduzieren können, verdient unsere schärfste Kritik. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen in Deutschland verlangen jetzt sogar, produzierte Covid-19-Impfstoffe weltweit und in ausreichenden Mengen und zu bezahlbaren Preisen zugänglich zu machen. Es wird umfassende Transparenz gefordert, was Testdaten, Kosten, finanzielle Investitionen in die Impfstoffe und den Anteil öffentlicher Fördergelder betrifft. Es wird außerdem gefordert, dass die Unternehmen sich verpflichten, ihr geistiges Eigentum nicht geltend zu machen, sondern dieses durch offene Lizenzierung mit qualifizierten Herstellern zu teilen. Immer lauter wird die Forderung, dass öffentliche Unterstützung mit der Verpflichtung einhergehen muss, Menschen Zugang weltweit zu Covid-19-Impfstoff zu gewähren. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat es auf den Punkt gebracht. Ein Impfstoff an sich ist nicht genug. Wir brauchen globale Solidarität, um sicherzustellen, dass jede Person überall Zugang dazu hat. Wir fordern deshalb die schnellstmögliche Zulassung russischer, chinesischer und kubanischer Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19 weltweit. Geprüfte und bewährte Impfstoffe müssen globales Gemeingut werden. Eine globale Pandemie kann nur global überwunden werden. Wir brauchen internationale Solidarität in dieser Krise. Vielen Dank.